Endlich Grillwetter, schnell den Grill anheizen. Das qualmt irgendwie nur. Ich glaube, ich brauche einen Blasebalg. Hallo und herzlich willkommen bei Diktum. Anstatt bei dem schönen Wetter jetzt draußen am Grill zu stehen, bauen wir uns erstmal einen Blasebalg, damit wir unsere Grillkohle richtig einheizen können. Was brauchen wir dafür? Das ganze Projekt soll eine Resteverwertung sein. Ich habe mich ein bisschen in der Werkstatt umgeschaut und wir haben hier ein paar Plattenabschnitte. Die sollten eben entsprechend groß genug sein, dass man damit einen Blasebalg bauen kann. Ich habe hier verschiedene Platten genommen. Schauen wir uns dann gleich an. Dann brauchen wir für die Spitze was Feuerfestes. Zum Beispiel ein Reduzierstück von so einem Wasserrohr oder einfach ein Stück Stahlrohr oder Alurohr oder sowas. Dann für den eigentlichen Balg brauchen wir ein weiches Material, ein weiches Leder oder einen festen Stoff. Also zum Beispiel so ein Zeltstoff geht auch, wenn der recht luftdicht ist. Ich habe hier verschiedene Leder mal zusammengesucht. Und dann brauchen wir für das Scharnier vorne am Blasebalg dann ein etwas festeres Leder und auch für die Ventile im Blasebalg. Die Einzelheiten schauen wir uns nachher genauer an. Und natürlich zum Anbringen des Leders an den Holzteilen brauchen wir dann ein paar Polsternägel. Also bis auf die Polsternägel hatte ich eigentlich alles in der Werkstatt. Also ein schönes Resteverwertungsprojekt. Das Ganze soll ja eine Resteverwertung werden, deswegen muss man die Größe des Blasebalgs natürlich an das vorhandene Material anpassen. Ich werde diesen langen Streifen hier nehmen, der ist relativ schmal, sollte aber für meinen Blasebalg groß genug sein, beziehungsweise ich werde ihn entsprechend entwerfen. Wenn man jetzt kürzere Sachen hat, weil man muss ja den Griff zum Beispiel, wenn man ihn nicht ansetzen will, auch mit rausschneiden, dann kann man hingehen und zum Beispiel solche Plattenreste, wie wir sie hier haben, zum Beispiel so diagonal aufschneiden. Dann kriegt man auch zwei relativ lange Stücke noch rausgeschnitten aus dem etwas kürzeren Stück. Aber ich werde den Streifen nehmen und entsprechend entwerfen wir dafür jetzt die Form des Blasebalgs. Die Griffe und überhaupt das eigentliche Teil, was man bewegt und so weiter, möchte ich aus einem Stück machen. Insofern sollte das eben ein bisschen länger sein. Und ich habe jetzt hier eine maximale Breite von 16,8, also 168 mm. Also nehmen wir 160 mm, also habe ich, wenn ich jetzt das symmetrisch aufbaue, 8 cm. Also mache ich mir einfach mal mein Blatt, auch eins lang dafür. Und dann mache ich mal hier 8 cm Breite drauf. So, das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Dann haben wir vorne eine gewisse Breite, so circa, wie breit machen wir den? 6, 5, machen wir den 5, also 2,5. Fangen wir damit mal an, machen wir hier so 2,5. Gehen dann hinter so lang ungefähr auf die Breite, da haben wir 8. Und dann sollte hier noch der Griff ran. Genau, und das zeichnen wir uns jetzt entsprechend auf. Vielleicht ein bisschen geschweift, so. Dann sollte er hier hinten zusammengehen. Und damit wir das umgreifen können, so wie ein Meterstab hier, ungefähr so, machen wir das hier in einem schönen Schwung darüber und machen hier einen Griff dran. So, das schneiden wir dann aus und übertragen das aufs Holz. Also ich muss zugeben, ich habe auch vorher noch keinen Blasebalg gebaut. Das Ganze ist also ein bisschen ein Experiment. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt die doch einfach in unsere Kommentare hinein. Ne? Also jetzt ist das, jetzt passt das auf mein Restholz drauf. Schneidet mir mal zwei Stücke zu und dann übertragen wir das aufs Holz. Aus einem langen Holzstreifen werden drei kurze Holzstücke. Dann ist es noch ein kleiner Rest übrig geblieben, könnte man nochmal einen Blasebalg bauen. Ich habe hier einen Teil, da ist so eine Harzgalle drin und auch hier eine Harzgalle drin. Das legen wir mal beiseite, das brauchen wir vielleicht später noch.
So, und jetzt können wir da auf dieses Holzstück, legen wir es schön parallel, einfach mal schon mal unseren Blasebalg anzeichnen, die Form. Machen wir das so. Markieren wir mal die Mitte auch, dass wir wissen, wo die Mitte ist. Auch hier. Ganz wichtig. Und dann zeichnen wir die Form an. Also zeichne ich die Form an. So. Form ist übertragen. Je nachdem, was man jetzt für eine Säge zur Verfügung hat, zum Beispiel eine Stichsäge, dann kann man sich die beiden Hölzer zusammenspannen mit einer Zwinge zum Beispiel am Tischrand und dann alles in einem Arbeitsgang ausschneiden. Oder ich werde es an der Bandsäge machen und dafür klebe ich mir einfach die Hölzer mit einem doppelseitigen Klebeband zusammen. Dann kann ich die in einem Arbeitsgang ausschneiden und die feinen Konturen werden wir nachher, oder die Kontur an sich werden wir nachher ein bisschen an der Schleifmaschine noch ein bisschen nacharbeiten, Zylinderschleifer oder mit dem Bandschleifer und so weiter. Und das dann eben dann auf die Form kommen, die wir hier aufgezeichnet haben. Mit der Bandsäge geht das Ausschneiden recht schnell. Es funktioniert aber natürlich auch mit einer Stichsäge. Die zwei Platten habe ich mit doppelseitigem Klebeband zusammengeklebt. Ich war allerdings etwas bequem und habe das Sägeband nicht gewechselt. Besser wäre ein schmäleres Schweifsägeband gewesen. Den Griff habe ich etwas länger gelassen als aufgezeichnet. Das schadet auf jeden Fall nicht. Wie gesagt, die Form des Blasebalgs einfach mit einer Bandsäge mit Schweifblatt oder mit einer Stichsäge ausschneiden und dann anschließend an einer Schleifmaschine nacharbeiten. Ich habe einen Diktum Spindelschleifer SSO 140 verwendet. Das geht aber zum Beispiel auch mit einer kleinen stationären Bandschleifmaschine oder mit einer Handbandschleifmaschine. Einfach, dass man gut in die Ecken reinkommt und die Rundungen noch ein bisschen nacharbeiten kann. Die Teile habe ich jetzt in Form geschliffen, die Ecken abgerundet, sodass das alles ein bisschen harmonisch ist. Und ich denke, das liegt nachher gut in der Hand. Machen wir sie erstmal auseinander. Immer schön auf die Finger aufpassen. Auch beim Stemmeisen hier. Gehen wir mal dazwischen. Trennen die Teile wieder vorsichtig, nichts zerbrechen. So, machen wir mal hier innen rein, dass wir wissen, dass das innen war. Und da machen wir auch mal schon mal Kreuze rein, dass wir wissen, innen. So, kommen wir zu den Ventilen. Wie funktioniert so ein Blasebalg? Also irgendwo muss die Luft rein und woanders muss sie raus. Fangen wir mal an mit dem Luft rein. Ich erkläre euch das mal einfach auf dem Papier. Also wenn ich jetzt hier das Oberteil habe. Gucken wir direkt mal, was wir nach oben und nach unten nehmen. Ist eigentlich egal, sind beide relativ gleich von der Qualität her. Machen wir hier oben und da unten. Machen wir ins Oberteil die Einsaugöffnung rein. Also da kommen drei Löcher rein. Ich zeichne das mal hier so auf. Also ich mache mal hier so 1, 2, 3 Löcher. Vielleicht ein bisschen größer. Und damit die Luft da reinkommt, aber nicht wieder rausgeht, mache ich das innen jetzt, also wenn das Holz ist hier, hier ist ein Loch, dann kommt hier, oder dann die zwei Löcher, nehmen wir mal die beiden Löcher hier. Und wir haben hier dann diese Öffnungen. Und hier ist dann eben der Luftkanal, dann mache ich jetzt hier ein Leder drüber, das hier so ein bisschen überlappt und mache das hier mit einer Schraube in der Mitte fest. Dann kann das, wenn die Luft rein soll, sich nach unten biegen. Und wenn ich es zudrücke und die Luft wieder da raus will, nach außen verschließen. Und da brauchen wir eben ein bisschen festeres Leder, was eben nicht zu weit aufgeht. Also nicht von alleine so runterhängt, sondern ein bisschen festeres Leder. Und das nagel ich dann eben, oder idealerweise mit einer kurzen Schraube, weil Nagel könnte sich eventuell im Laufe der Zeit lösen. Und innen drin komme ich ja nicht mehr ran. Deswegen eine kleine Schraube da rein und dann kann sich das aufbiegen und wieder verschließen. Und da mache ich eben drei Löcher hier in das Oberteil rein. Und
Irgendwo muss die Luft dann ja auch wieder raus. Sprich, durch dieses Rohr muss die Luft wieder raus. Und damit das funktioniert, werde ich hier vorne einen Klotz einleimen, ein Stück Holz einleimen, das so ein bisschen dicker ist als das Rohr selbst, dass ich eben ein Loch reinbekomme im entsprechenden Durchmesser. Es ist jetzt hier, könnte knapp werden, muss ich ausprobieren. Notfalls nehme ich ein bisschen stärkeres Holz, das hier. Da kriege ich auf jeden Fall eine Bohrung rein, wo das reinpasst. Könnte noch gehen, ein bisschen dünner ist besser, also das probiere ich einfach aus. Es ist ja ein Experiment, ich habe ja noch keinen Blasebalg in der Form gebaut. Also ich erkläre euch das dann einfach, was ich jetzt vorhabe. Also hier vorne kommt das Teil rein, wo das Rohr hinkommt. In etwa so, bis hierhin sollte das Rohr dann drin stecken, dass es genügend Halt hat. Und dann mache ich einen kurzen Kanal hierhin, so ein bisschen verlängert, vielleicht auch ein bisschen aufgebohrt. Und hier, damit die Luft da eben raus kann, würde ich sagen, mache ich auch wieder zwei Lederstücke, die sich vielleicht so ein bisschen überlappen. Hier, so. Und damit die dann eben in die Richtung aufgehen können und nicht zurück, kommt hier ein kleiner Klotz nochmal hin, der sie am Zurückschlagen hindert. So habe ich dann auch noch ein Auslassventil, dass ich eben keine Glut zum Beispiel in den Blasebalg einsauge. Könnte ja gefährlich sein. Ich weiß nicht, ob es notwendig ist, aber ich probiere es einfach aus. So meine Idee eben, hier ein Auslassventil zu konstruieren, dass eben das, vielleicht ein bisschen weiter, eben so, dass das eben aufgehen kann und die Luft rauslassen kann. Oder man macht nur eins und hier ein Holzklotz hin. Das würde natürlich auch funktionieren. Hier ein Stückchen Leder, hier ein Klötzchen und hier der Auslasskanal. Und entsprechend machen wir da jetzt eben erstmal, probiere ich aus, wo ich ein vernünftiges Loch reingebohrt kriege. Und dafür gehe ich an eine Ständerbohrmaschine. Das Stahlrohr hat einen Durchmesser von 15 mm, die Platte ist 18 mm stark, das reicht also gerade so aus. Ist zwar ein bisschen knapp, aber das Teil wird ja nachher noch zwischen zwei Teile von dem Blasebalg eingeleimt. Das Teil säge ich mir nachher noch in Form zu. Ich muss also nicht komplett durchbohren, aber ich muss mir die Bohrtiefe markieren. Jetzt zeichne ich die Bohrung an und konstruiere mir mein Teil außenrum. Dazu übertrage ich mir mal die Bohrung auf die eine Seite und zeichne mir den Bohrkanal so etwas an und dann ja eben symmetrisch von der Mitte ausgehend eben die Form des Teils und die Außenform übertrage ich mir von einem Teil des Blasebalgs, also entweder vom Ober- oder vom Unterteil. Muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass das Ganze wirklich dann nachher symmetrisch wird, dass also nicht das Rohr nachher irgendwie außerhalb der Mitte irgendwie sitzt oder vielleicht sogar schräg. Deswegen ein bisschen erstmal genau die Breite ausmessen hier von der Spitze, die man sich angezeichnet hat und dann die Form übertragen. Das ist die Auslassöffnung und der Rest rechts und links ist Abfall. Also schneide ich jetzt aus. So langsam erkennt man, wie der Blasebalg werden soll und wie groß er wird und ob er in der Hand liegt. Also bislang gefällt es mir ganz gut. Das Mittelteil habe ich jetzt hier oder das Anschlussteil fürs Rohr habe ich jetzt hier zugeschnitten. Hier ist also die Öffnung jetzt durchgehend, sodass man da eben das Rohr reinstecken kann. Werde ich dann eben mit einem, ja, mal gucken, mit einem Kleber fixieren oder einkleben. Vielleicht auch noch mit einem kleinen Nägelchen oder sowas sichern oder mit einem Schräubchen sichern. Und was mir jetzt noch eingefallen ist, ich hatte ja eben noch gesagt, dass man da eben das Ventil macht mit einer Klappe und dann das aufmacht. Und dann ist mir jetzt eben aufgefallen, dass man, wenn man jetzt hier hingeht und nur ein Teil macht, dass sich das Lederteil eben so vorbiegen kann, dass es quasi das Loch hier verschließt. Also bleibe ich doch bei der ursprünglichen Idee, wie ich sie hier ganz am Anfang hatte, mit zwei Teilen, also mit zwei Lederlaschen, die ich eben hier hinsetze, wo dann die Luft durchströmen kann und hier hinten nochmal ein kleiner Stoppklotz, dass wenn es wieder auf, also wenn wieder der Gegendruck kommt, dass da eben dann das hier anschlägt. Also da kann ich irgendeinen Abschnitt nehmen, wo das Leder dann gegenstößt. Ja, also bleibe ich bei der ursprünglichen Idee. Dann für das Einlassventil muss ich noch hier oben drei Löcher reinbohren. Hier, die zeichne ich mir jetzt auch noch an und die mache ich dann im gleichen Durchmesser wie hier. Mache ich drei mal diese 15 mm.
Und das zeichne ich mir an und mache das auch wieder an der Standbohrmaschine. Das zeige ich euch jetzt nicht. Und dann muss ich natürlich noch hier vorne das Holz durchschneiden, weil da kommt ja dann das Scharnier hin, also Lederscharnier wird hier aufgenagelt und dass ich das Ganze bewegen kann. Und das wird dann einfach hier gerade abgeschnitten und dann können wir eigentlich schon ans Verleimen der Holzteile gehen. Damit die Einlassöffnung symmetrisch wird, zeichne ich mir einen Kreis auf und unterteile es mit dem Zirkel weiter. Mit der Zirkelspitze markiere ich mir die Stellen, an denen ich nachher mit dem 15 mm Bohrer bohre. Das könnt ihr euch sicherlich vorstellen, deswegen zeige ich jetzt das Bohren nicht nochmal. Die Löcher für das Einlassventil habe ich gebohrt und das Vorderteil, wo das Scharnier hinkommt, habe ich abgeschnitten. Und bei der Gelegenheit direkt hier hinten auch nochmal ein Loch reingebohrt, wo man nachher den Blasebalg dann vielleicht aufhängen kann. Das wird das alles eben verleimt. Ich habe hier, also das Mittelteil kommt hier drauf und das kommt dann da oben drauf. Das richten wir dann alles möglichst bündig vorne aus. Alle Flächen gut mit Weißleim einstreichen. Weißleim ist jetzt nicht unbedingt hitzebeständig, aber ich gehe mal davon aus, dass das Rohr nachher lang genug ist und für ausreichend Abstand zur Glut sorgt, sodass da nichts passieren kann mit dem Weißleim, nicht dass der Blasebalg auseinanderfällt. Wird ja auch noch ein bisschen vom Leder nachher zusammengehalten. Wichtig ist jetzt, dass die Teile genau mittig und vorne bündig ausgerichtet werden, sonst steht nachher das Rohr eventuell schief aus dem Blasebalg heraus und das kann man dann nicht mehr so gut korrigieren. Damit die Leimfuge gut gepresst wird, habe ich noch zwei Klemmsia-Zwingen aufgesetzt. Das sollte ausreichen. Während der Leim jetzt getrocknet ist, habe ich noch mal über die ganze Sache mit diesem Klötzchen hier hinten nachgedacht. Und da ist mir dann eingefallen, wofür das eigentlich sinnvoll ist. Und zwar nicht als Stoppklotz, dass man sich die Finger nicht klemmt. Ich denke, das wird jeder auch ohne so ein Klötzchen hinbekommen, dass man sich die Finger nicht klemmt. Aber wenn man das zweite Teil, also wenn man jetzt anfängt, nachher den Blasebalg anzunageln, also das weiche Leder- oder Stoffteil, was eben dann bläht, und kann man ja hier unten zum Beispiel, wenn man hier anfängt, das hier einschlagen und hier noch wunderbar nageln. Aber beim zweiten Teil, wenn man den dann hier schon fixiert hat und man rundherum anfängt, wird das ja recht schwierig, hier hinzukommen. Und deswegen ist es sinnvoll, hier oben eine Leiste oder ein Stück Holz hier hinzumachen, eben in diesem Bereich. Und an dem kann man dann von hier, also einfach hier das ein bisschen einschlagen, das Leder oder den Stoff in Stärke einladen, kann man das Leder dann eben hier vernünftig annageln, sodass der Blasebalg eben auch dicht wird. Darum geht es ja, dass der letztendlich wirklich dicht ist. Deswegen mache ich jetzt für hier oben, mache ich jetzt noch ein Stückchen aus dem Rest hier. Und dann machen wir jetzt aus dem, machen wir jetzt ein Stückchen, was wir hier noch einleimen. Und daran können wir dann nachher das Leder auch festnageln am Oberteil, ohne dass wir da Probleme bekommen. Genau, das zeichne ich mir jetzt mal einfach so grob an, so in etwa, so parallel dazu. Das sieht man ja nachher nicht. Insofern schneide ich das Teil jetzt nochmal an der Bandsäge raus und das leimen wir dann hier auf. Und derweil dann der Leim trocknet, können wir uns mit dem Leder außenrum beschäftigen. So, jetzt lassen wir den Leim trocknen und derweil beschäftigen wir uns mit dem Leder bzw. eben mit dem eigentlichen Balg, der hier eben die Luft dann nachher pumpen soll. Und wie kriegen wir da jetzt die Form hin? Da gehen wir ganz einfach hin. Wir haben ja das Unterteil und da ist ja eine gerade Kante und da können wir nehmen wir uns ein Papier und das kleben wir jetzt einfach da mal an die Kante dran. Machen wir hier mal an, soll dann der Stoff möglichst oder das Leder eben bis hier vorne hingehen. Kleben wir es mal einfach an. So. Und dann haben wir nochmal hier zwischendrin eins. Kleben wir es mal rum, dann seht ihr mehr.
grob einfach mal ankleben. Und dann müssen wir hier um die Kurve rum. So. So, hier rum. Und jetzt haben wir hier die Sache, wo es nachher nach innen umgeschlagen wird. Dann nehmen wir mal eine Schere, schneiden wir mal grob das hier rein. Und dann kann ich hier zumindest ermitteln, wo die Mitte ist, bis hierhin. Mitte, hierhin. Das Leder ist ja ein bisschen dehnbar. Also so sollte das gehen. Okay, jetzt habe ich die Länge des Leders ermittelt. Jetzt muss ich noch festlegen, wie hoch mein Blasebalg dann sich eben öffnen lassen soll. Also wenn der so steil muss man den nicht öffnen. So bis hier in etwa. Machen wir da nochmal Markierung hin. So, jetzt können wir das als Muster nehmen, das Papier. Jetzt hier die Markierung. Ach, natürlich vorne noch die Stärke auch, die wir hier vorne haben. Die Höhe. Beziehungsweise das Ganze läuft ja bis hierhin auf diese Höhe aus. Dran denken, bis hierhin auf diese Höhe auslaufen. Und dann braucht man irgendwas Gerades. Das ist die Mitte. Hier vorne läuft so. Und hier vorne soll es dann über den Kopf am besten noch drüber geschlagen werden, damit es hier auch schön dicht bleibt. Hier kommt dann das Leder drüber. Also eben hier machen wir mal so. Das Ganze dann können wir nachher noch gegebenenfalls noch abschneiden. So eine Lasche. Also so kommt man zu der Form. Hier ist ja das Scharnier auch drin, dass das schön dicht wird an der Stelle. Ein bisschen mehr Material, da kommt dann ja das Lederscharnier drüber. Und hier machen wir so einen leichten Bogen. Und das wird unsere Form fürs Leder. Und das übertragen wir aufs Leder und schneiden das Leder dann mal grob zu. Ich habe das Papier jetzt zurechtgeschnitten. Jetzt mein Leder hier ausgebreitet, mir eine Arbeitsunterlage auch hier gemacht. Und jetzt kann man es übertragen. Wir haben hier unten eine gerade Kante. Insofern machen wir uns erstmal eine gerade Kante aufs Leder auch drauf. Zeichnen uns dies an, dass wir da eben uns dran orientieren können. So. Und dann muss jetzt, wie gesagt, es kann ein Reststück Leder sein aus, was weiß ich, von der Couch, von einem Bekleidungsstück, was auch immer. Oder wie hier eben so ein weiches Leder halt. Oder auch Stoff. Auch mal hier die Mitte markieren, dass wir uns daran orientieren können nachher wieder. Ja, das reicht aus. Erkennt man, wenn man schneiden muss. So, und hier das Gleiche. So, bis hier hin. Jo, sollte man erkennen. Und dann nehmen wir eine Lederschere und schneiden das aus. Also in dem Fall bei so einem sehr, sehr weichen Leder ist eine Lederschere oder auch eine stabile Schere an sich, finde ich, besser geeignet als jetzt ein Cutter, weil ein Cutter, da verzieht man das Leder sehr schnell. Und mit der Schere geht das, wie ihr seht, recht zügig. Oh, schauen wir mal kurz, ob das so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Dann geht es bis da oben hin, genau, dann kriegen wir das schön dicht.
dass man dann hier nach vorne auf jeden Fall auskommt. Aber hier vorne kommt ja auf jeden Fall dann nochmal was drüber, ein Leder drüber für das Scharnier. Und als nächstes verschleife ich das alles, schneide mir das Leder für die Ventile hier zu und ja, nagel die hier rein, mache hier einen Stoppklotz hin für die Ventilklappen und verschleife alles, dass wir den Blasebalg dann zusammenbauen können. So, ich habe jetzt alle Teile, also die beiden Teile hier, verschliffen. Vor allem hinten die Griffe, weil die sieht man ja, die Flächen hier außen. Ich habe hier vorne, sieht man es sehr schön, das noch ein bisschen verschlankt, damit es ein bisschen ja, leichter wirkt und nicht ganz so massiv. Also so eine Phase hier angeschliffen. Und jetzt können wir an die Montage gehen. Als erstes müssen wir mal die Ventile montieren. Ich habe jetzt überlegt, ich mache hier einfach einen Tropfen Leim rein in die Mitte, sodass man da dann eben das Leder hier einfach festnageln kann. Dann dürfte da auch nichts passieren. Selbst wenn der Nagel rausfällt, der Leim hält eigentlich Leder recht gut. Also Weißleim ist eigentlich ein ganz guter Lederkleber, wenn man das auf Holz verklebt. So. So, jetzt kann hier durch die Öffnungen dann die Luft rein. Das zweite Ventil ist das hier. Da habe ich auch einen Lederstreifen zugeschnitten. Gucken, wie der sich in welche Richtung der sich am besten biegt. So oder so. Also er biegt sich so nach außen, biegt er sich am besten. Also kleben wir das oder montieren wir das hier so rein. Machen wir auch da Leimtropfen hin. Und hier mittig vor das Loch. So. Das Auslassventil. Ja, und damit sich da dann eben die nur nach in die Richtung, also nur aufklappen, nicht zuklappen, machen wir hier noch einen Dübelstab hin. Und dass ihr seht, kommt hier jetzt noch ein Dübelstab hin, der blockiert dann quasi das nach innen umschlagen. Die maximale Bohrtiefe habe ich hier markiert. Da leime ich jetzt den Dübelstab rein, mal kurz gucken. Ja, der passt da komplett rein. So, dürfte jetzt da vorne, genau, sollte halt hier nicht höher sein als die Ebene, weil da kommt ja jetzt dann das Teil drauf bei der Montage. Ihr seht, da kann jetzt das Leder nach außen aufgehen, aber nicht mehr nach innen umschlagen. Ich habe das auch ein bisschen schräg angeschnitten, wenn man das jetzt eben nicht gesehen hat. Also leicht schräg, dass die Teile auf jeden Fall gegen diesen Dübelstab schön dagegen schlagen. Und jetzt können wir mit der Montage oder mit dem Zusammenbau im Grunde genommen beginnen. Zeichnen wir uns hier mal die Mitte an. Hier ist so ungefähr die Mitte. Gut, und beim Leder ist auch hier die Mitte. Und damit wir die Nägel alle schön gleichmäßig einschlagen, habe ich mir meinen Zirkel jetzt hier auf 3 eingestellt und markiere mir einfach jetzt hier schon mal die Stellen, wo die Nägel hin sollen. Also erstmal alle 3 cm. So in etwa. Und das gleiche noch auf der gegenüberliegenden Seite. So. Und oben das gleiche Spiel auch nochmal an der Oberseite. So. Und dann können wir jetzt anfangen mit dem Nageln. Das ist die Unterseite. Dann kommt das so dahin. Und die Mitte ist hier.
dann sollte das hier fixiert werden erst einmal. Machen wir erstmal einen leichten Schlag rein. Einfach nur, um das zu fixieren. Gucken wir nochmal, wie wir hier auskommen. Dann schlagen wir das dann hier an den Ecken. Müssen wir das so ein bisschen umschlagen. Und dann, dass wir dann eben die Kante hier hinbekommen. Und dann da außen rum. Genau. Das sollte hinhauen. Und jetzt machen wir erstmal ein bisschen Leim hier auf die Fläche, dass wir das Leder da auch ein bisschen flächenbündig mit verkleben. So. Das dichte dann auch nach innen ab. Und dann machen wir den Nagel mal tiefer rein. Ein bisschen gerade zuppeln. Passt. So. Dann müssen wir das hier umschlagen. Da spanne ich mir das am besten mal hier ein. Dass wir da irgendwo ein Loch finden, was wir angezeichnet haben. Hier ist eins. Nehmen wir das hier als erstes. So. Auch hier dieses Loch. So. Also es reicht locker bis vorne hin, oder dass wir das hier schön symmetrisch hinkriegen. Machen wir da noch Nägelchen rein. Dann machen wir hier innen noch überall Leim rein, das dichtet ja auch. Ja. Okay, und dann können wir hier anfangen, das Festnageln. Auch auf den Rand gebe ich überall Leim auf. Lasse ich noch mal. So. Gleiches Spiel auf der Seite. So. Die Unterseite ist montiert. Jetzt aufpassen, dass es da nicht anklebt. Deswegen legen wir da jetzt mal ein bisschen provisorisch was rein, dass es aufhält, und lassen den Leim mal ein bisschen antrocknen. Der Leim ist ein bisschen angezogen mittlerweile. Jetzt können wir hingehen und unser Holzscharnier montieren, also unser Oberteil mit unserem Unterteil verbinden. Es kommt ja so hier rein und dann kommt hier ein etwas steiferes Leder, beziehungsweise das Leder, was ich auch für die Ventile genommen habe, kommt hier als Scharnier hin. Und damit ich das annageln kann gescheit, machen wir erstmal das hier drauf. Tun wir das beiseite. Dann kann ich das hier so schön hinlegen und festnageln und festkleben vor allen Dingen. So,
Und jetzt gehen wir und montieren das hier dran. Okay, dann machen wir hier mal Leim drauf. So, und schon haben wir unser Scharnier montiert. Und damit das Ganze nachher dicht wird, haben wir eben diese Laschen, dass die hier rüber gehen. Ja, und dadurch wird auch der Bereich hier luftdicht abgeschlossen. Schwieriger ist jetzt erstmal hier hinten der Bereich. Also dieser Bereich hier, dass wir da hinkommen und unser Leder da schön drüber kriegen. Da machen wir jetzt erstmal auch wieder provisorisch hier. Gucken wir mal, wie wir da falten können. Da möglichst so dahin. Aber das kriegen wir hin. Also ihr seht schon. Machen wir hier erstmal Leim drauf. Und dann gucken wir, wie wir unser Leder da fest bekommen. Einfach mal anpinnen, provisorisch. So, und dann gucken wir, dass wir hier zwei, drei Nägelchen vorsichtig da reinkriegen. Unter dem Griff, also hier in dem Bereich unter den Griff, machen wir jetzt zwei Nägelchen rein. Hoffen, dass sich unser angeleimtes Teil dabei nicht löst. Es geht gut. Ein bisschen Kraft und Spucke kriegt man die in das weiche Holz schon mit der Finger fast reingedrückt. Das heißt fast, man kriegt sie mit den Fingern reingedrückt und das weiche Holz. Jetzt denn ich einen in die Mitte. Okay. So, das sollte dicht sein, wie es ausschaut. Und dann können wir jetzt hier anfangen, das ringsum auch anzuleimen und anzunageln. Hier käme ich sonst mit der Markierung käme ich hier genau auf den Spalt, deswegen bin ich jetzt ein bisschen nach innen gerutscht. Du musst es halt ein bisschen ausgleichen jetzt, also das wird nicht auffallen nachher. Hoffe ich zumindest. Und dann machen wir hier weiter. So, die Seite machen wir jetzt genauso wie die gegenüberliegende. So. Jetzt ist auch das Ding soweit fertig. Und es lüftet schon. Jetzt müssen wir das noch vorne dicht bekommen. Also in diesem Bereich hier, deswegen sind da vorne diese Lappen dran. Ja, machen wir hier Leim dran. Beziehungsweise wir schneiden mal das Leder weg, was hier zu viel ist. Schneiden wir noch ein bisschen zurecht. Wo habe ich jetzt die Lederschere hin? Und so ein bisschen verjüngt. So, hier vorne. Ein bisschen kürzen. Wenn man möchte und es wirklich schön haben will, kann man auch hier nochmal so ein Lederband drüber legen, das gerade geschnitten ist. Dann wird der Rand natürlich deutlich schöner. Das Leder in dem Bereich klebe ich jetzt erstmal nur fest, weil da kommt ja nachher noch was anderes drüber. Mal schauen, noch mal ein bisschen aufspreizen. Ja. Und jetzt hier drüben. Ich fixiere das Ganze mal ein bisschen mit Malerkrepp. Provisorisch, bis der Leim ein bisschen festzieht. Und dann kommt hier ja das Rohr rein. Hoppala. So, das müssen wir ja auch irgendwie fixieren. Dazu würde ich hingehen und hier irgendwie ein kleines Löchlein reinbohren.
und dann das Ganze mit einer Schraube fixieren, dass das Ganze eben auch bei Wärme auf jeden Fall noch hält, nicht nur Kleber. So, jetzt nicht das Rohr verdrehen, sonst kriegen wir die Schraube nicht mehr rein. So. Und jetzt ist das Rohr auch feuerfest befestigt, also es kann dann nicht mehr rausfallen. Mittlerweile sollte die Abdichtung vorne einigermaßen halten. Jetzt machen wir hier noch einen schönen Riemen drüber. Gucken wir mal auf unseren Resten, ob wir da was finden, was wir da verwenden können. Der einmal hier so als Cover drüber passt. Wie gesagt, das Ganze ist ein Abfallprojekt und ein Versuchsprojekt. Ich habe tatsächlich noch ein Stück schwarzes Leder aus so einer Muster, was ich mal von einem Möbelhaus bekommen habe, gefunden. Und das könnte ja eigentlich auch ganz schön hier ausschauen als Kontrast dazu. Okay, so, ein bisschen so passt es nicht, aber wenn ich es schräg lege, dann kriegen wir das locker da raus. Und dann zeichne ich mir das jetzt hier mit dem Stift mal an. Gehen wir mal davon aus, dass das hier eine gerade Kante war. So, dann kämen wir das dann so hier drauf. Da das ja nicht dichten muss, nageln wir das jetzt einfach nochmal fest. Weil das nämlich auch so, dass das da arbeiten kann. Funktioniert. Jetzt machen wir noch ein bisschen eben hier entlang die Zwischennägel. Fertig ist der Blasebalg komplett aus Resten gebaut, die ich noch in der Werkstatt hatte. Und vor allen Dingen der erste Blasebalg, den ich jemals gebaut hatte, funktioniert. Ja, und werde ich dann auch gleich mal beim Grillen ausprobieren. Im Winter, wenn man weniger grillt, kann man den aber zum Beispiel auch verwenden, um Kaminholz anzuzünden, Kaminfeuer anzuzünden oder den Ofen einzuheizen. Ansonsten kann man so einen Blasebalg natürlich auch verwenden, um die Werkstatt sauber zu halten oder Fugen auszublasen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn dem so ist, dann lasst uns ein Like da, einen Daumen nach oben, abonniert den Diktum YouTube-Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Videos mehr von uns. Wie gesagt, das Ganze war ein Experiment aus vorhandene Materialien, einen Blasebalg zu bauen. Ich habe mich natürlich umgeschaut, wie machen andere das, habe mir so die besten Ideen zusammengesucht. Wenn ihr noch Ideen dazu habt, dann schreibt das in die YouTube-Kommentare. Ansonsten verlinken wir euch natürlich weitere Videos auf der Seite und da findet ihr regelmäßig andere Anregungen auch von uns, Werkzeugvideos und so weiter. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Diktum.